Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Folge. Olli zockt mit Lens of Lore. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben hier diesen Raum, wo ich gerade bin, mit den Avian Worms endlich geschafft. Wir haben die Nester zerstört. Allerdings geht es hier nicht weiter. Es bleibt also nur hier oben, dieser Raum, wo wahrscheinlich wieder Nester von den Viechern sind. Und wir hoffen, dass wir jetzt mal da durchkommen. Und dass es dann da weitergeht, weil sonst habe ich wieder keine Ahnung, was wir als nächstes machen könnten. Aber erstmal, wie gesagt, versuchen wir überhaupt an den Viechern vorbeizukommen. Was wahrscheinlich nicht so einfach sein wird. Wir sind da ja schon mal gescheitert. Ich muss mal gucken, wo es sich dann anbietet, wieder zu speichern. Ich höre sie schon. Sie sind also nicht mehr weit weg. Jawohl, da sind sie schon. Das ging relativ fix, jawohl. Ich raste einfach nochmal, ja, es hat geklappt. Dann speichern wir jetzt mal hier. So, dann mache ich mal Spielstand Mine 14, Nester 2. Denn daran versuchen wir uns ja jetzt. Oh, da kommt schon die nächsten. Ja, ruhig mal mit Fernangriffen hier. Weiter zurück. Aber einen haben wir schon mal. Da kommt aber auch schon Nachschub von hinten. Das ging daneben. Jetzt langsam mal zaubern. Okay. Ah, von der Seite auch wieder irgendwo, jawohl. Vielleicht sollten wir doch einmal nochmal die Waffe tauschen hier bei Conrad. Ich hatte ja letztes Mal vermutet, dass es die, dieser Dreizack war. Ah, den haben wir jetzt hier Bakata gegeben. Okay, dann geben wir den mal wieder an Conrad. Und Bakata geben wir mal vielleicht hier den Streitkolben stattdessen. Das war Quatsch. Das war natürlich falsch. Das ist Conrad. So, Bakata sollte den Streitkolben kriegen. Meine Güte. So. Rasten wir nochmal. Scheint zu funktionieren. Okay. Speichern wir nochmal. Nester 2. Okay, so. Stehen wir richtig? Jawohl. Also jetzt einfach geradeaus durch. Tauschen wir ein. Ah, zwei Treffer mit dem Feuerball reichen. Jetzt auch nicht so, als ob das hier mehr Schaden machen würde bei Conrad. Und bis jetzt gehen die alle daneben, die Schläge. Deshalb würde ich sagen, wechseln wir hier nochmal. Oh, da ist wieder einer von der Seite, jawohl. Wir rasten nochmal. Das klappt nicht. Das geht wieder daneben. Ich wechsle hier nochmal die Waffe. Mal gucken, ob das was bringt. Scheinbar nicht. Aber das kann natürlich auch einfach mal so daneben gehen. Aber drei Schläge schon. Vier. Bakata macht auch nicht viel mit seiner Streitkolben da auf kurze Entfernung. Ne? Wenn, obwohl, nee, das müsste dann auch die anders sein. Jawohl. So. Nochmal rasten. Das scheint zu funktionieren. Wir speichern. So, und jetzt werden wir nochmal die Waffen tauschen. Geben wir mal das Beil an Conrad. Und doch nochmal den Hammer an Bakata. Mal schauen, ob das was bringt.
So, wir müssen jetzt kurz davor sein. Jawohl. Die nächste Ecke. Ah, hier waren noch mal zwei Abzweige. Zumindest hat hier das Beil macht Schaden. Aber auch mal etwas größeren. Das ist schon mal vielversprechend. Wir rasten noch mal. Wir speichern erneut. Okay. So. Links von uns waren wir noch nicht in der einen Einbuchtung, aber das scheint nicht zu sein. Oder ist das hier so It looks like a nest of some kind. Aha, dann wollen wir doch mal gucken. Das bringt nichts. Nutzen wir mal den Feuerball. It smells like Okay, burnt flesh. Aber das schon mal erledigt. Yuck. Dann würde ich sagen, rasten wir nochmal, damit wir die Energie auffüllen können. Also haben wir schon mal ein Nest auf jeden Fall hier erledigt. Da kommen schon mal weniger Viecher. Das ist schon mal nicht schlecht. Bis jetzt läuft es ganz gut, muss ich sagen. Okay. Geradeaus kann nicht so viel sein. Da ist aber auch kein Nest. Okay. Ach ja, die Ölflasche. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Okay. Dann war das wahrscheinlich damals, also in der letzten Folge, hier dieser allgemein größere Raum, wo wir wahrscheinlich hier standen und das ziemlich voll aussah. Aber hier haben wir das Nest ja jetzt auch zerstört. Tja, wo könnte es jetzt weitergehen? Also wir können jetzt nur gucken, dass wir wieder hier runterkommen. Aber hiermit kommen wir ja zur Minengesellschaft. Das bringt uns nicht weiter. Level 4. Da hatten wir noch nicht so viel erforscht. Da geht's hier weiter. Keine Ahnung, was das war. Da würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir in Level 4 irgendwie kommen. Also theoretisch könnten wir irgendwo eine Treppe nehmen, also hier. Ich wüsste aber spontan auch nicht, wie wir hier hinkommen. Level 2. Da ist eine Treppe hoch, das bringt uns nichts. Hier ist eine Treppe runter, okay. Dann würden wir nach Level 3 kommen. Wo wir jetzt ja sind. Bringt uns auch nichts. Wie kommen wir denn in Level 4 nochmal? Es müsste dann über die Teleporter irgendwie gehen. Aber leider wäre schön, wenn man hier draufklicken könnte. Man würde sehen, wohin der Teleporter führt. Ne? Aber, oder dass man sich dran schreiben könnte. Ja, ich sollte fürs nächste Mal, falls wir jetzt nicht weiterkommen, vielleicht mal schauen, ob ich da irgendwo eine Aufzeichnung finde, wo welcher Teleporter hinführt. Okay, jetzt sind wir aber auf jeden Fall hier. Genau, hier war eine Lore. Damit sind wir die drei verschiedenen Richtungen abgefahren. Wir müssen zum Teleporter, sonst kommt uns ja hier nichts anderes entgegen. Das ist ein weiter Weg, ne? Oder? Ne, hier einmal rum. Okay, und dann da, ja. Jetzt laufe ich wahrscheinlich genau wieder falsch rum, ne? Ne. War schon richtig. Hier lang. Mal die Augen offen halten, ob wir noch irgendwelche Nester in den Wänden zwischendurch sehen. Wahrscheinlich natürlich dann da, wo von den Würmern welche auftauchen. So, jetzt sind wir glaube ich schon fast da, oder? Jawohl. Okay. Hier war ja noch ein Schalter, ne, ein Schloss, das war dieses Worn Lock. Worn Lock. Das bringt uns also nichts. Hier war auch nichts. Kommen wir hier hin?
Hier können wir nur mit der durch die Geheimwand wieder zu den Loren. Bringt uns auch nichts. Also ja, wir nehmen auf jeden Fall den Teleporter jetzt. Aber ich speichere vorher einmal. Und ja, jetzt mal gucken. Hatte ich recht? Landen wir dann in der Minengesellschaft? Holzwände? Ja. Okay. Mir fällt aber gerade ein, wir waren ja ganz am Anfang, war hier in der Amtsstube. Der wollte irgendwas von uns. Ich habe es mittlerweile schon wieder vergessen. Wir sollten nach irgendwas Ausschau halten. Kann sein, dass er den dritten Typ meinte, also das dritte Partymitglied, das wir finden können. Aber wir gehen einfach mal hin. Kann ja jetzt nicht schaden. Ah, wir können auch mal hier diesen Schwarm mitnehmen. Mittlerweile haben wir ja wieder etwas Platz, da wir ja ganz viele Salben und so weiter verloren haben. Wer weiß, wofür wir ihn noch brauchen können. Was hier rein? Nee, rein weiter. Oh. Ja. Also einen Schritt zurückgehen und die Armbrust zu benutzen, ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Ah, da war noch ein Schwarm. Sehr schön. Ja, wir hatten einiges zwischendurch zurückgelassen, was wir jetzt mitnehmen können. Ah, er ist weg inzwischen. Haben wir hier noch irgendwas? Ich klicke jetzt einfach mal wild rum. Aber es sieht nicht so aus. Da haben wir wahrscheinlich doch schon alles mitgenommen. Kann auch sein, dass wir zwischendurch schon wieder hier waren und ich es nur vergessen habe. Es wird auch nicht irgendwie was gesagt, von wegen, oh, er ist weg oder ähnliches. Most of these. Or the history of a mine. Tja. Okay, also das bringt uns auch nicht weiter. Würde ich schon fast sagen. Ja, gehen wir mal wieder hier runter, ne? Ach, jetzt habe ich mich gedreht, ohne es zu merken. Hier wollte ich lang. Ja. Hier geht's runter und genau, da sind die komischen Gnome und hier war auf jeden Fall ein Teleporter. Mal gucken, wo uns der hinführt. Wir sichern dieses Spiel jetzt mal Mine 15 suchen nächstes auch mal, weil wir jetzt keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Falls ich dann doch irgendwie später merke, dass es da besser gewesen wäre, bei den Nestern noch irgendwo lang zu gehen, haben wir die Option. Jetzt sind wir in diesem Raum mit den Geheimwänden, ne? Genau, jawohl, in Level 2. So, wir müssen nach Level 3 bzw. 4 sogar runter. Das hier ist der Raum, wo wir dann bei den Nestern gelandet sind. Das können wir also vergessen. Hier geht es noch runter. Das könnten wir nochmal versuchen. Wo landen wir da? Wahrscheinlich hier, aber wer weiß. Wir gucken einfach mal. Wobei, nee, Quatsch. Da müsste es hochgehen hier im Level 3. Also müsste es hier theoretisch sein. Aber wir schauen mal. Wir gehen also... schon durch die Wand gegangen, wollte ich eigentlich noch gar nicht. Na? Oh, jetzt kommt da auch nochmal so ein Viech. Und weg ist es. Und da ist es wieder. Oh, ich wollte gerade sagen, wir müssen da langsam...
Ach, das war der Feuerzauber. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte heilen. Okay. Ah, das war doof. Ich will. Ne, bei Katarin geht ja auch nicht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich die Viecher selber platt mache. Okay, einen haben wir. Okay, aber wir können durch die Wand gehen. Stimmt. So. Wo sind wir jetzt? Andere Seite. Hier war ein Gasgeruch. Hatten wir hier schon den Feuerball benutzt? Wahrscheinlich, ne? Weil was soll hier explodieren? Wahrscheinlich wurde dann hier schon ein Gang freigesprengt damals, weil hier ist ja sonst nichts. Okay, wir müssen aber da lang. Jetzt ist ja die Frage, können wir jetzt hier rasten? Nein. Ah, okay. Ja, dann wollte ich sagen, gehen wir drauf. Gut, dass ich gespeichert habe. Suche. Okay, also nochmal in den Transporter. Und jetzt gucken wir mal direkt, wo wir hin müssen. Nicht lang Zeit verschwenden. Andere Seite. Hier müsste jetzt richtig sein. Jawohl. Und dann direkt nach links. Okay, wir waren schon richtig, glaube ich. Wir sollten jetzt vielleicht mal hier wieder die Waffen wechseln. Scheint aber nichts zu bringen. Oh, doch, okay. Ja, doch, das sieht gut aus. Jawohl. So, und jetzt, hier geht's runter. Ja. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Nische, okay. Das war's. Okay, hinter uns müsste ein Knopf sein. Ah, okay, da hat die Nische nur verschwinden lassen. Also, das bringt nichts. Also, so viel zu dem Plan. Hier kommen wir wieder hoch. Wir wollen aber runter. Hier, das müsste doch der Raum mit den... Ja. Der Raum sein, der uns zu den Nestern bringt, wie ich gerade schon vermutet hatte. Also das bringt uns nichts. Hier geht's hoch, ist auch Quatsch. Wir müssten irgendwie hier drüben vielleicht runterfallen, ne? Wären wir in Level 3. Das ist ja die Frage. Sind wir da schon mal durchgefallen? Wären nie. Dann müssten wir theoretisch hier landen. Oder sind wir dann irgendwo trotzdem wieder woanders gelandet, wie es bei den Nestern auch der Fall war? Das könnten wir nochmal testen. Also durch die Wände und dann halten wir uns links. Ja. Das hilft wenigstens auch. Das auch. Jawohl. So, wir halten uns hier links. Dann hier lang. Da war ein Schalter. So, das war schon mal richtig. Hier können wir ja nicht durch die Wand, ne? Oder macht das hier was? Okay, das war eine Tür. Waren diese Fallen, diese Feuerfallen. Na. Das habe ich doch, glaube ich, schon mal versucht. Das hat überhaupt nichts gebracht, ne? Ich erinnere mich, dass wir hier versucht haben, durchzukommen. Aber wir haben jetzt gerade keine andere Option, außer wieder nach oben zu gehen und zu gucken, wie wir dann weiterkommen.
Deshalb probieren wir es einfach mal. Und wir laufen jetzt einfach durch, würde ich sagen. Ich raste nochmal. Wenn wir voll Energie haben, dann laufen wir einfach durch. So, und das... Da kommen jetzt Gruben, genau. Sollten eigentlich Gruben sein, sind aber Druckplatten. Warum konnten wir da jetzt einfach drüber laufen? Ich will ja reinlaufen eigentlich. Ich raste nochmal. Welche Schalter hier? Nee. Kann man da was drauflegen? Also dann ist das hier auf jeden Fall. Na gut, wir stehen jetzt hier vor dem. Vor der Platte. Okay. Wenn wir die Ölflasche wegnehmen, stehen wir angeblich genau auf einer Grube. Aber. Ah, okay. Gruben sind die diese Gitter. Da haben sie einfach kein neues Icon für genommen. Das ist natürlich auch doof. Irgendwie verwirrend, ne? Aber. Egal. So, dann ist er vor uns. Jetzt ist aber da ganz klar. Oh, ne, Quatsch. Platte passt ja. Okay, es sind einfach nur zwei Gruben mit den Flammen. Ja. Aber gar nichts. Was auch merkwürdig ist, dass hier gar nichts ist. Könnte natürlich sein, dass man von der anderen Seite dann durchkommt. Wenn man dann mal hier war. Naja, in der Etage ja auch hier, glaube ich, dass man hier erst durchkam. Hier diese Ecke war es irgendwo. Tja. Das hat nichts gebracht. Ich würde auch natürlich gerne die Erfahrungspunkte zumindest mitnehmen. Aber als ob uns nicht so ein Levelaufstieg wieder bevorsteht. Wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Deshalb laufen wir jetzt einfach mal hier zurück. Und ja, was macht diese Platte eigentlich? Das können wir nochmal schauen. Könnte natürlich sein, dass es hier so eine Falle einfach war. So eine Feuerfalle oder so. Oder Pfeile. Finden wir es raus. Schon wieder. Ich wollte noch heilen, aber zum Glück hat es funktioniert. I don't have enough magic. Aber er kann jetzt nicht mehr? Doch. Alles klar. So. Wieder voller Fälle, aber wir rasten jetzt mal. Scheint zu klappen. Okay. Dann speichern wir das mal. Als Fortschritt unserer Suche, würde ich sagen. So, wo sind wir jetzt inzwischen? Ach, knapp dran vorbeigelaufen. Also, hinter uns die Wand. Also hier. Und durch. Ah ne, Quatsch, wir wollten links durch. Alles klar. Dadurch. So, und jetzt theoretisch dieser Gang. Ah, ein Schild, okay. Was haben wir denn hier? 60, 58, das ist schlechter, okay. Und der wahrscheinlich ja auch. 60, 53, jawohl. Hat Konflikt.
Conrad denn noch ein Schild? Ja. Der ist wahrscheinlich auch stärker, würde ich mal sagen. 104, ja. Aber wir behalten ihn mal. Wer weiß, ne? Vielleicht finden wir unseren dritten Kameraden hier noch. Und der hat vielleicht kein Schild. Dann haben wir jetzt eins. Wir können ja auch andere Sachen hier gegebenenfalls benutzen. Hoppala. Tja, dann waren wir wahrscheinlich an der Nische auch schon, wenn das Ding da noch lag. Trotzdem packe ich jetzt meine Ölflasche hin. Ja, war nichts mehr. Dann nehmen wir die doch wieder mit. Okay, also das bringt uns auch nicht weiter. Hier runter, das hatten wir schon probiert, da war ja nur dieser Raum. Ich zeige hier auf dem Monitor wieder. Das war quasi hier, das bringt uns überhaupt nichts. Können wir also wieder nur rauf. Links, glaube ich, ne? Hier am Ende die Treppe rauf. So. Das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Wenn wir jetzt hier durchspringen, kommen wir dann hier raus. Dann würden wir quasi nur weiter durchfahren können zu den Nestern. Wir könnten aber natürlich auch noch gucken, wo wir hier hinkommen. Das habe ich doch schon mal probiert. Ich erinnere mich. Da habe ich einmal das eine Loch genommen und einmal das andere, glaube ich. Aber ich habe natürlich schon wieder vergessen, wo es da jeweils hingeht. Aber wir können ja hier speichern und das ausprobieren. Also, speichern. Und einfach mal durch. Ja, das war jetzt das, wo es zu den Nestern unterging. Also laden wir. Gut. A keyhole. Habe ich das schon benutzt? Was haben wir denn hier stehen? Remove all weapons before entering. Ach ja, okay, das haben wir ja mal gemacht. Können wir das jetzt benutzen? Ist der Schlüssel weg? Okay. It doesn't fit. A keyhole. Aber es ist irgendwie nichts passiert, ne? Ich guck nochmal auf der Map. Diese Haare im Ohr, diesen Kopfhörern. Tja. Ich lade nochmal sicherheitshalber, um da mal genau drauf zu achten. So, hört man denn was? Nee. Hört auch nichts. Ich lade einfach nochmal neu. Also das ist mir suspekt. Das haben wir doch bestimmt auch damals gemacht, als wir an der Stelle waren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir einfach so durchgelaufen sind. Also laufen wir jetzt einfach mal so durch. Waffen ablegen war Quatsch. Hatte ich gemacht und dann sind wir quasi den ganzen Viechern hier in die Arme gelaufen. Ah, okay. Poison, ja. Ich meine, hier waren wir auch schon, ne? Aber trotzdem gucken wir nochmal. Gab es noch was anderes außer Knochen? Ich glaube, da haben wir damals was aufgesammelt. Weiß nicht, sogar das Beil. Aber wir sind schon mal ganz richtig hier. Aber da ist die Geheimwand, okay. So, haben wir hier schon. It appears to be a most ornate lock. Aha. Okay, das war jetzt quasi nur die Geheimwand, ne? Ja, okay. Die ist jetzt offen.
Quadrat. Genau, das war das, glaube ich, dass das hier die Gruben irgendwie beeinflusst hat, meine ich. Aber den können wir hier nämlich mal speichern gleich. Da kommt schon was. Geht das Gift ja, glaube ich, nicht weg, sondern dann ist die Energie aufgefüllt. Wir wollen ja eigentlich, dass Makata mal kurz auf Null sinkt, damit wir ihn heilen können und die Vergiftung weg ist. Da kommt da noch mal einer. Nee. Dass das immer so lange dauert, ne? Da will man schon mal drauf gehen und dann dauert's. Wenn man nicht will, dann geht's schnell. Alles relativ. Aha. Nee, jetzt Konrad auch noch vergiftet. Dann, aber alles Erfahrungspunkte, sage ich immer wieder. Vielleicht auch noch Erfahrungspunkte. So, das war's jetzt aber. Zauberkarte, jawohl. Da kommen sie auch schon wieder. Bitte jetzt keine neue Vergiftung. Okay. Ich glaube, wir sind sogar vor Vergiftung geschützt durch hier einen dieser. Das, der Wald, was glaube ich nicht. Dubelring, Bestring, ich weiß nicht. Irgendeiner hat davon, glaube ich, auch Verschützung, ja. Schützung vor Gift, vor Vergiftung. Achso, ne, wir sind ja. Ach, okay, egal. So, wir speichern. Rasten meinte ich, jetzt speichern. So, Suche. Jetzt gucken wir mal, was war denn, wenn wir ins hintere Loch springen? Einfach so. Wo kommen wir dann raus? Da kommen wir da raus. Okay, das könnte uns ja helfen. Jetzt ist die Frage, wo bringt uns der Teleporter hin? Ah, oh, Minengesellschaft. Wir werden es dann anfangen. Okay, nee, dann laden wir natürlich. Dann bringt uns das nichts. So. Ah, das war das, genau. Springen wir mal rein. Gucken wir mal, hier landen. Der gleiche Raum, okay. Was war denn hier mit der Platte? Was macht die denn? Ach, der trifft. Ja, der Teleporter ist dann weg, ne? Ja. Okay, haben wir denn sonst was hier in dem Raum? Platte und ein Schalter. Hm? Achso, wir sind jetzt auf dem. Alles klar. Okay, da lässt ein Teleporter erscheinen. Kombi aus Schalter und Platte, die man hier betätigen musste. Ja, dann bringt uns das ja theoretisch auch nichts. Sei denn, da wird jetzt noch irgendwas anderes, aber nee, geht ja gar nicht.
dass der Transporter sich ändert, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ja, also laden wir auch hier wieder. So, das war jetzt hier quasi das erste. Jetzt haben wir beide durch, ne? Hier können wir jetzt noch mal gucken. Können wir da irgendwo... Wie kommen wir denn da rüber? Weil da ist ja auch ein Rad. Oder müsste man dann wieder was hier reinlegen? Da liegt ja schon was. Ist hier noch irgendwelche Schalter, die ich nicht gesehen habe? Das war der Schalter für den Geheimgang. Tja, wie kommen wir denn da hin, verdammt? Und warum wird das hier nicht angezeigt? Na, aber gut, weil wir jetzt hier... Die Wand hört hier ja nicht auf oder der Gang. Hier ist ja keine Abschlusslinie, weil wir hier noch nicht drüber waren. Das heißt, theoretisch... müsste man von Level, nicht von Level, sondern hier vom, von der Minengesellschaft doch noch irgendwie da runterkommen, aber keine Ahnung wo. Wir kommen da nur in den Wald. Leider kann man noch nicht springen in diesem Spiel. Kann man irgendwas... Da ist ja eine Grube, ne? Ja. Jetzt sind wir wieder... Transporterraum. Ach Leute, das lief letztes Mal so gut, ne? Und heute läuft es ja auch nicht schlecht, nur wir kommen nicht weiter. Und ich wollte gerade sagen, ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass die geplante Folgenlänge auch schon gleich erreicht ist. Deshalb würde ich sagen, ich mache einen Break und ich gucke einfach nochmal. Jetzt habe ich alles ausprobiert, was noch ging, meine ich. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie wir an die Stellen kommen, wo ich noch was probieren könnte. Ja, ich müsste nochmal einen Blick in einen Walkthrough oder so ähnliches werfen. Und dann wird es hoffentlich in der nächsten Folge wirklich weitergehen. Ja, also für alle, die durchgehalten haben, vielen Dank. Und natürlich allgemein, wie immer, danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.